Ich setzte mich auf und bemerkte, dass Johannes aus der Nase blutete. »Du blutest«, rief ich erschrocken. »Habe ich dich wirklich geschlagen?« Er nickte. »Alles, was deine Schläge angerichtet haben, wird wieder heilen. Hättest du mich jedoch nicht geschlagen, würden deine Wunden vielleicht niemals heilen.« Er erhob sich. »Komm mit«, sagte er, »ich will mich waschen, und dir würde das sicher auch gut tun.« Immer noch fühlte ich mich schwach und ausgelaugt und trotzdem gereinigt von jahrelangem Schmutz. Johannes hatte recht. Mir würde es sicher gut tun, mich zu waschen, den herausgeträumten und herausgeschrienen Dreck abzuwaschen. Ich erhob mich und folgte ihm zu einem kleinen Bach, an dessen Ufer wir niederknieten. Johannes wusch langsam und fast andächtig sein Gesicht. Das Wasser war kühl, klar und sauber. Ohne nachzudenken, tauchte ich mehrmals meinen Kopf tief hinein, zog mich aus und wusch meinen ganzen Körper. Noch nie hatte ich Wasser so erquickend empfunden. Anschließend ließ ich mich nackt ins Gras fallen und genoss das tiefe, ergreifende Gefühl einer äußeren und inneren Reinheit. Ich wurde in einer beinahe religiösen Weise davon berührt und fühlte mich plötzlich wie neugeboren. Mein Kopf war so klar, dass ich es unmöglich beschreiben kann. Für Sekundenbruchteile wusste ich alles Wissen dieses Universums. Doch war dieses Gefühl schnell wieder verflogen. Was blieb, war eine ungewöhnliche Klarheit in meinem Gehirn, eine fast mystische Reinheit in meinem Körper. Johannes setzte sich neben mich und schwieg. Der Tag schien dem Ende nahe, denn die Sonne stand schon tief. Dennoch wärmte sie mich angenehm, und ich glaubte, die Kraft fühlen zu können, die von der Sonne in meinen Körper strömte. Es wurde Abend. Schließlich erhob sich Johannes und sagte, »Gehen wir wieder zurück, ich habe Hunger.« Ich stand auf und nahm Johannes, so nackt wie ich war, spontan in die Arme. Herzlich drückte ich ihn an mich, ohne das geringste Gefühl von Unsicherheit oder Peinlichkeit. In seiner festen und warmherzigen Art erwiderte er meinen Druck und ging dann wortlos voraus. Ich zog mich wieder an und folgte ihm. Wir aßen von dem seltsamen Brot und tranken aus seiner Flasche, und wieder füllte diese Nahrung meinen Körper spürbar mit Energie. Nachdem wir in aller Ruhe gegessen hatten, begann Johannes wieder zu sprechen. Inzwischen war es beinahe dunkel geworden und eine stille und friedliche Nacht senkte sich langsam über uns. »Du weißt«, sagte Johannes, »dass ich mit dir reden wollte. Ich habe mich durch unsere Diskussion ablenken lassen, doch jetzt will ich endlich sagen, was ich zu sagen habe.« Er machte eine Pause und sah mich währenddessen nachdenklich an. »Hör mir bitte in Ruhe zu«, fuhr er dann fort. »Nicht nur mit den Ohren und dem Gehirn, sondern mit deinem ganzen Körper. Lass allem, was ich sagen werde, Zeit. Es soll auf dich wirken können, bevor du es abwehrst und wieder Mauern um dich baust. Ich sage es dir nicht, um dich zu verletzen. Sollte es dich treffen, freue dich darüber, dass du noch getroffen werden kannst. Ein Mensch kann nur reifen, wenn er sich treffen lässt. Doch niemand kann sich entwickeln, wenn er keinen an sich heranlässt.« Wieder machte er eine Pause und lächelte mich an. »Ich bitte dich nochmals, nimm zunächst hin, was ich zu sagen habe, und gib meinen Worten die Chance, dich zu erreichen, in dir aufzublühen. Später hast du noch ausreichend Zeit, um darüber nachzudenken. Du wirst das, was dir wertvoll und richtig erscheint, in dir behalten, und all das, was nicht gut und richtig für dich ist, wirf dann einfach wieder weg. Du kannst dich für oder gegen alles entscheiden, doch entscheide niemals, bevor du aufmerksam zugehört hast.« Er blickte mich fragend an und ich nickte. »Noch etwas«, fuhr er fort, »unterbrich mich bitte nicht. Versuch auch nicht zu diskutieren, denn damit lenkst du nur meine Worte von dir ab.
Wenn du all diese Bedingungen befolgen willst, ist es gut und ich werde beginnen. Wenn nicht, dann werden wir uns jetzt verabschieden. Entscheide dich also, ob du jetzt bleiben oder gehen willst. Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Die Wirkung unseres Gespräches hatte sich in meinem seltsamen Traum gezeigt. Ohne auch nur eine Sekunde über diesen Traum nachgedacht zu haben, war es mir klar, dass er über alle Maßen wichtig für mich war. Ich bleibe selbstverständlich, sagte ich. Johannes freute sich und machte keinen Hehl daraus. Gut, meinte er, lass mir ein wenig Zeit zum Sammeln meiner Gedanken. Er erhob sich und verschwand in der zunehmenden Dunkelheit. Einige Minuten lang hörte ich immer wieder seine Schritte in der Nähe. Währenddessen ging mir mein Traum durch den Kopf. Ich erinnerte mich, dass Johannes mich aufgefordert hatte, meinen Schmerz in Worte zu fassen. Ich war dazu nicht fähig gewesen. Stattdessen hatte ich mich übergeben, meinen Schmerz auf diese Art herausgeschleudert. Jetzt konnte ich formulieren, was für ein Schmerz das gewesen war. Es war das Wissen um die unzähligen Möglichkeiten und Fähigkeiten, über welche ich verfügen könnte. Das Wissen über die Chancen, menschlicher miteinander zu leben, die ungenutzt weggeworfen wurden. Mir war klar und deutlich bewusst geworden, was sein könnte, aber nicht ist. Die verlorene Freiheit, das verschenkte Glück, die vergessene Freude. Meine Mitmenschen halten mich davon ab, so zu leben, wie ich es gut und menschlich finde. Doch die Möglichkeiten, die mir dazu geblieben waren, habe ich nicht genutzt. So vieles habe ich ungenutzt verstreichen lassen, habe meine eigenen Fähigkeiten unterdrückt und mit angezogener Handbremse gelebt. Dabei herausgekommen war ein gefesselter und geknebelter Mensch, den niemand leben lassen wollte. Und die Schuld dafür hatte ich nur bei anderen, nur bei den Umständen und nur in meiner Umwelt gesucht.